Jetzt kommen drei schöne Korrekturen, um den Hip Hinge, also die Bewegung beim Kreuzheben und beim Swingen zu korrigieren. Kreuzheben, Swings, Hip Hinge, drei Korrekturen für einen geraden Rücken. Korrektur 1, eine Faust in die Lendenwirbelsäule halten, die Hand öffnen und einen Besenstiel hineinlegen. Der soll den Po, also das Kreuzbein, die Brustwirbelsäule und den Kopf berühren. Man kann auch hier oben noch festhalten, es muss aber nicht sein. Und dann die Deadlift-Bewegung durchführen, Hip Hinge. Sobald sich ein Punkt hinten von der Wirbelsäule löst, wird der Rücken rund. Und das soll es nicht sein. Sollte kein Besenstiel da sein, kann man entweder eine Kettlebell nehmen, mit beiden Armen hinterm Po halten und die Aufgabe steht daran, die Kettlebell so weit es geht nach hinten zu schieben. Das geht in der Regel auch nur mit dem geraden Rücken und wer gar nichts dabei hat, kann alternativ mit zwei Fingern eine Hautfalte links und rechts von der Lendenwirbelsäule beziehungsweise auf der einen Seite halten, kneifen und dann die Bewegung durchführen. Sobald die Haut anfängt, sich aus den Fingern zu lösen, wird der Rücken rund. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere hier meinen Kanal und das nächste Video könnte dich bestimmt auch interessieren.